Wer bist du? Psst. Hey, du! Komm mal her! Was geht's? Nicht so laut! Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Wie sind das immer die gleichen Synchronstimmen bei diesen Standardtypen? Kann das sein? Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee. Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Würde ich niemals tun. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Es steht ein Wächter direkt neben uns. Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Okay, das klingt interessant. Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Die kurze reicht. Die kurze reicht mir. Okay. Meine Freunde Tokel und Lina bewohnten bis vor kurzem mit mir die Fischerhütte. Eines Tages jedoch zog dichter Nebel auf. Ich meine, so richtig dichter. Also wirklich dicht. Jetzt sag einfach, was Sache ist. Mann, du hast es aber eilig. Also gut. Ich bin hierhin geflohen und weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt suche ich jemand, der nach ihnen sehen kann. Das klingt doch nach einem Job von uns. Ich kümmere mich um die Sache nicht von mit uns. Deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Welche Biester? Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Okay. Bald ist es soweit. Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum? Hey, was ist denn hier los? Verflucht, was soll das werden? Okay, man greift uns nicht an, wenn wir klauen. Das wollte ich gerade einmal sehr autodidaktisch rausfinden. Nein, aus, böser Bubi. Oh Gott, was tust du da? Sieht man doch. So etwas gehört sich aber nicht. Egal, mach ich trotzdem. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen reden. Erstmal plündern wir. Atto, Atto! Da ist irgendwo ein Gnom. Ja, komm, brutzeln wir den ganzen Kram mal. Oh, 241 Proviant, das ist sehr geil. Okay, wir labern gleich mit denen. Du Taki! Was gibt's hier? Hier kommt keiner angeschissen, wenn wir hier klauen. Nein, nicht. Oh Mann, ich komme versehentlich gegen die Hocker. Okay, abgesehen von dem Brennkessel nicht viel, aber hier müssen wir schon mit einigen Leuten reden. Zack hier, egal ob. Okay, Zack hier hat nichts für uns. Stanley. Den kennen wir schon, ne? Wo habe ich nur meine Seife? Ach ja, das war dieser Schussel mit seiner Kammer, die wir fegen sollen. Hey du, ich weiß, wer du bist. Und zwar? Ach, ehrlich? Ja, du bist doch der, der vor kurzem hier vor Anker gegangen ist. Und ich weiß auch, was du willst. Und, was will ich? Na, unsere Kristalle. Und wenn du die Magie lernen willst, wirst du sie auch brauchen. Aber du musst sie dir verdienen. Also komm nicht auf die Idee, uns zu beklagen. Niemals. Schade. Das wär's gewesen. Wie kann ich mehr Kristalle verdienen? Tja, ich würde sagen, du brauchst einen starken Arm. Lass mich raten. Dann fehlt mir nur noch eine Spitzhacke. Genau. Aber wenn du was riskieren willst, biete ich dir eine Wette an. Sprich weiter. Eine Runde Armdrücken gegen mich. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir ein paar Kristalle. Wie funktioniert Armdrücken? Du segelst über die Meere und gibst dich mit Piraten ab, aber weißt nicht. Ja, ja, hör auf. Ich suche mir jemanden, der es mir beibringt. Hey, hey, schon gut, Kleiner. Alles, was du wissen musst, ist, dass du gegen Mittag in der Taverne gegen mich antreten kannst. Alles klar. Was willst du als Einsatz? Behalt dein Gold. Es reicht mir, dich zu besiegen. Wirklich? Hm, weißt du was? Wenn du verlierst, lässt du eine Runde Grog für die Jungs springen. Was kostet mich das? Mit 300 Goldstücken bist du dabei. Und nur damit du es weißt, wenn du verlierst, war's das mit den Kristallen. Also, fordere mich in der Taverne nur heraus, wenn du wirklich das Zeug dazu hast. Das ist mir zu riskant. Erzähl mal was über dich. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe nie was anderes gemacht. Erst für die Inquisition, jetzt für die Magier. Zusammen mit Frink, Magnus und den anderen bewache ich das Lager. Also, wenn du gegen die Regeln verstößt, werde es wohl ich sein, der dich verprügelt. Sympathisch. Was sind die Regeln des Lagers?
Unterhalte dich mal mit Frink. Der wird sie dir schon beibringen. Frink? Du findest ihn beim Eingang zur Mine. Ach, das ist die Hülle in der Nähe hier, okay. Du verstehst dein Handwerk. Ach, weißt du, irgendwann triffst du einen, der besser ist als du. Aber wenn du mich trainierst, wird das nicht so bald sein. Ha! Na, warum nicht? Na, Kampf ist meine Stärke. Mal sehen, ob ich dir noch was beibringen kann. Das klingt doch gut. Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Was willst du wissen? Oh Gott, womit kämpfen wir denn im Moment? Womit kämpfen wir im Moment? Das ist eine Stichwaffe, okay. Was? Ja, bla. Ich möchte besser mit Stichwaffen umgehen können. Oft ist es so, dass du die ungeschützten Stellen deines Ziels nicht lange siehst. Das heißt, du kannst vermutlich nicht sehr tief mit deiner Klinge eindringen. Wenn das der Fall ist, heißt es geduldig sein. Ausweichen und zustechen heißt es. So lange, bis dein Gegner sich vor Schmerzen windet. Ausdauer ist das Stichwort in diesem Fall. Okay. Ich möchte besser im Schwertkampf werden. Wir lernen gleich alles, wenn wir mal eine neue Waffe haben, können wir gleich damit umgehen. Bleib immer in Bewegung, aber verlier dein Ziel niemals aus den Augen. Seitwärts gehen klingt einfacher, aber kann mit der Klinge in der Hand zu echter Arbeit werden. Wenn du darauf achtest, solltest du schon um einiges besser sein. Zu einem besseren Schwertkämpfer kann ich dich nicht machen. Ich habe gehört, dass die Dämonenjäger sehr gute Schwertkämpfer sind. Vielleicht solltest du dich bei ihnen mal umhören, wenn du besser werden willst. Okay, das heißt, die letzte Stufe für die Schwerter können wir hier nicht lernen. Ich habe nicht genug Gold. Okay, das heißt, wir müssen uns das verkaufen. Gut. Was verkauft er eigentlich? Zeugs. Okay, unnötig. Ich muss das Schwert aufrüsten. Wer ist Danny? Irgendwas riecht hier komisch. Tja, mein unwissender Freund, das bin dann wohl ich. Aber bevor du auf falsche Gedanken kommst, der Geruch kommt vom Schießpulver. Flinten sind mein Leben. Flinten? Klingt nicht schlecht. Na, endlich mal einer, der mir beipflichtet. Die meisten der Jungs hier verlassen sich nur noch auf ihren Kristallhandschuh. Ich sag immer, was ist besser als ein Magier? Ein Magier mit Flinte natürlich. Klingt irgendwie logisch. Ist dir hier in letzter Zeit etwas aufgefallen? Was soll mir denn aufgefallen sein? Mir ist gar nichts aufgefallen. Mir geht es gut. Bist du dir sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ja, was denkst du denn? Warum sollte es mir nicht gut gehen? Hau einfach ab, bevor ich wütend werde. Entspann dich. Verdammte Scheiße, lass mich in Ruhe. Ich muss nachdenken. Ich glaube, wir haben unser Buch gefunden. Ich glaube, wir sollten den verfolgen. Du Slover! Ich glaube, wir sollten ihn verfolgen. Es könnte sich lohnen. Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Vetranio das Waschweib spielen. Irgendwelche Ratschläge, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Nur einen. Bleib immer im Training. Nimm mich zum Beispiel. Jeden Morgen trainiere ich am Wurfstand meine Zielsicherheit. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich sage dir, das zahlt sich aus. Okay, bei dem können wir dieses Messerwerfen-Minispiel machen. Wie stehst du zu den Magiern? Offiziell sind sie natürlich die mit dem großen Plan. Huiuiui. Bauen da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Klingt eher, als wäre so eine Art Söldner. Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager, wie fast jeder Neue. Dachte wohl, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Jeder fängt mal klein an. Du vielleicht, ich nicht. Ich bin schon immer handwerklich begabt gewesen. Ich folge einfach meiner Berufung. Pass auf! Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst du mit den Ohren. Okay, bringt uns doch was über Armbrüste bei? Bring mir was über Schusswaffen bei. Gut, was willst du wissen? Nein, okay.
Sollen wir ihn weiter verfolgen? Ich glaube, das lohnt sich. Können wir erst mal gucken, was die Quest uns eigentlich bringt. Taranis. Ja, wir sollten ihn tatsächlich vielleicht mal verfolgen. Der scheint was zu wissen über die Bücher. Da wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mir hier die Äpfel klauen. Dass der immer so langsam gehen muss. Oh, ist das Jafar? Ihr kennt doch Jafar noch, ne? Okay, mit ihm reden wir später. Ja, es ist Jafar. Geil. Comeback von Jafar. Ich freue mich. Ich mag den so gerne. Der ist so süß. Wo geht der hin? Und warum bemerkt er uns nicht? Warte, können wir eigentlich mal hier... Azurklinge aufwerten. Okay. Streitachs, können wir uns das auch leisten, die aufzuwerten? Theoretisch können wir das. Klinge Sphärendorn. Okay, da fehlt jeweils... ja, gut. So, mal sehen. Jetzt haben wir neu Azurklinge. Mal gucken, wie sieht die aus? Geil, blau leuchtendes Schwert. Gefällt mir. So, wo ist Danny jetzt? Steht hier. Ja, mal gucken. Vielleicht hat er das Buch ja hier irgendwo rumliegen. Rohstahl. Hier steht was von einer geölten Kurbelwelle. Die habe ich schon. Haben wir? Ha. Auch unser Schwert leuchtet. Jetzt ist es nachts nie mehr dunkel. Okay, hier ist Stanleys Zimmer, aber... Haben wir hier irgendwo das Buch? Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ja, habe ich gemacht. Was willst du jetzt tun? Jetzt lernst du mich kennen, dreckiger Dieb. Oh, er schießt auf uns, okay. Können wir gleich mal unsere neue Waffe testen. Okay, die hat Bums. Bewusstlos? Ich würde ja sagen tot. Hat er jetzt hier irgendwo sein Büchlein stehen? Irgendwie finde ich hier nirgendwo Anhaltspunkte in der Richtung. Naja, das ist jetzt eh erstmal pisst. Ich denke, da kommen wir später wieder. Bringt es. Ach, Gordon, können wir mit dem noch reden? Du bist kein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Wahre Worte. Was machst du, wenn du mal nicht an der Schmiede stehst? Schlafen. Ach was. Na schön, ab und an genehmige ich mir einen nach Mitternacht in der Taverne. Wenn du ständig auf den Amboss haust, fängt die Hand an zu zittern. Da hilft eine ordentliche Pulle wieder Ruhe in die Knochen zu bringen. Und wenn dann noch einer gegen dich im Saufen antritt, ist die Nacht gerettet. Okay, da auch wieder einer für die Minispiele. Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Da liegst du falsch. Erzähl mir die Geschichte. Sie beginnt in der Zeit, in der Inquisition und Magier noch gemeinsame Sache gemacht haben. War damals schon Schmied. Hab eine Überstunde nach der anderen abgerissen. War so überarbeitet, dass ich bei einer Klinge vergessen habe, sie vernünftig zu falten. Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Weiter? Tja. Genau das Mistding ging an unseren Kommandanten. Ups. Brach natürlich im entscheidenden Moment ab. Wollte mir dafür den Arsch aufreißen. Also habe ich die Sachen gepackt und bin bei den Magiern untergekommen. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen? Absolut. Glaube kaum, dass sie einen Fahnenflüchtigen mit offenen Armen empfangen würden. Nein, mein Platz ist jetzt hier. Die Magier werden das zu Ende bringen, was die Inquisition nicht konnte. Das wäre?
die Titanen ein für alle Mal besiegen. Ich glaube, ich habe genug gehört. Alles klar. Ich habe sowieso noch ein Eisen im Feuer.